Ja, das sind wir wieder. Ich habe Wetsch noch aufgefrischt, den hatte ich vergessen. Und als nächstes steht Thoroughfare Gap an. Und bei Thoroughfare Gap geht es darum, dass wir versuchen, die Vereinigung der zwei Rebellenarmeen, beziehungsweise der Flügel der beiden Rebellenarmeen zu vermeiden. Da gibt es einmal den linken Flügel, der wird von Jackson geleitet, und den rechten Flügel, der wird von Longstreet geleitet. Und wir versuchen jetzt quasi in eine Position zu gehen, dass wir diese Vereinigung verhindern können. Ja. Und ich habe mich dafür entschieden, eventuell den zweiten Chor zu nehmen, denn als nächstes kommt hier wieder eine große Schlacht. Und da wäre schon ganz gut, wenn auch der zweite Chor vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung sammelt. Und da müssen wir mal schauen. Also nehmen wir mal an, ich nehme den ersten, zweiten. Ja, also. Was? Achso, das war der dritte. Ich bin schon erschrocken. Der erste hat 13, der zweite hat 13, okay? Der dritte hat unzureichend. Ich würde mal gern mit dem zweiten Chor gehen. Ist das jetzt? Ah! Jetzt ist der zweite Chor. Ja. Der Gegner hat deutlich mehr Truppen als wir. 25.000. Wir dürfen hier nur 10 Brigaden nutzen. Das heißt, dieses 20.000, glaube ich, täuscht darüber hinweg, dass wir wahrscheinlich nur schätzungsweise 15.000 haben. Also 15.000 gegen 25.000. Und das bereitet mir schon wieder ein bisschen Kopfzerbrechen. Und es wird wohl so sein, dass Longstreet quasi von links kommt und wir hier unsere Verteidigung errichten sollen. Und dann müssen wir auch noch 3 Stunden durchhalten. Ja. Ja, das gefällt mir gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier so haben. Warum haben die mir jetzt so viel Kavallerie gegeben? Ach so, weil ich im zweiten Korps bin, ne? Also gut, Anderson, ja, Anderson ist ja gut, aber Stuart ist nutzlos. Stuart werfen wir gleich wieder raus. Zwei Kanonen, hau. Und Napoleon, ja, okay. Sehe ich ein. Adams, was ist Adams für einer? Adams, oh Gott, Adams hat hier die Smith. Nee, Adams kommt raus. Ja, das hatte ich natürlich nicht so bedacht. Ne? Die haben halt nicht so tolle Einheiten wie mein erster Korps. Ja, da würde ich tatsächlich mit sehr viel Infanterie gehen. Weil die Kavallerie, die Gewehrkavallerie, ich weiß gar nicht, was ich mit der anfangen soll, um ehrlich zu sein. Die ist maximal zum Scouten gut. Ja, ich könnte noch eine Artillerie mehr nehmen, aber wenn jetzt halt nur ein Großangriff erfolgt, könnte es auch schief gehen. Und Adams mit seiner komischen Smith hier mit 230 Reichweite. Naja, das ist. Was haben wir hier noch? Oh! Sharps 8 ist auch die kurze, ne? Ja, toll. Ja, leider gibt's im Shop einfach zu wenig Waffen, ganz ehrlich. Wenn man schon sparsam ist, dann sollten im Shop doch wenigstens so viele Waffen zur Verfügung stehen, dass man 2 Scharfschützeneinheiten ausrüsten kann, oder? Finde ich. Aber gut, es soll nicht sein. Und jetzt müssen wir halt mal überlegen, wie wir das Ganze deichseln. Und ich sehe da ja schon. Also hier ist die Flagge, die müssen wir verteidigen. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt hier aufstellen. Weil hier ist ja quasi Null Deckung, ne? Und Null Deckung heißt viele Tote. Das ist der Umkehrschluss. Und von daher würde ich sagen, wir stellen ja die 4 vielleicht so in dem Wald hier, dass ja die Flanke gedeckt ist und die 3 können wir fast so stehen lassen, denke ich. Vielleicht noch eine Kavallerie irgendwo hin. Und dann passt das. Und jetzt müssen wir mal probieren, ob das aufgeht oder ob das jetzt Wunschdenken war. Müssen wir mal schauen. Ja. Ups. Ah. Okay. Also ich bin schon wieder unfähig, die Einheiten auszuwählen. Leider. Ja, so sieht das doch ganz cool aus, oder? Ja, so wieder nicht. Ach herrje, oh Gott. Ja, nein. Okay.
Also gut, dann stellen wir sie jetzt erstmal irgendwie so auf. Ja, wegen mir. Und die können wir eigentlich so stehen lassen. Die rücken wir noch ein bisschen mehr in den Wald. So. So. Und die Kanonen. Jetzt nehmen wir so. Und Martin eilt dahin, wo der Kampf als erstes beginnt. Wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich hier, weil die Front ist ja vorverlegt quasi. Hier kann der Gegner relativ ungezwungen den Fluss überqueren. Außer ich stürme natürlich hier vor. Aber dafür ist die Zeit wahrscheinlich schon wieder zu knapp. Außerdem habe ich dann immer noch eine Lücke hier, die ich nicht schließen kann. Ja, jetzt schauen wir mal, ob es das hier so bringt. Oder ob das hier fatal falsch war. Kann ja auch sein. Und der soll mal rennen, sonst schlafe ich ein. Bam, 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 bam. Ja. So, der wendet sich jetzt hier zu. Den würde ich dann entsprechend. So habe ich aber nicht gesagt, dass ich hinstellen soll, oder? So, der stellt sich jetzt irgendwie so hin. Der stellt sich dann entsprechend. Die machen irgendwie nicht das, was ich sage. Kann das sein? Wo läuft denn Hauwehr jetzt hin? Also manchmal, manchmal denke ich mir schon, die wollen mich irgendwie ein bisschen verarschen. Die machen halt gar nicht, was ich will. Okay. Macht ihr nichts. Ich meine, wir haben Zeit. Gegner ist noch nicht in Sicht. Ist ja auch spaßig, so ein bisschen Formationen zu üben, ne? Und die drehen sich so lustig. Okay. Ja, jetzt kommt der Gegner. Jetzt sollten wir uns dann mal richtig organisieren. Das passt. Ja, also haben wir es doch noch gerade so hingekriegt. Wobei ich halt nicht weiß. Also Nil steht ja blöd. Nil steht eindeutig blöd. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das hier weitergeht. Schauen wir halt mal. Ja, Nil würde ich schon eher hier hinziehen, ganz ehrlich. Und Anderson eventuell hier hoch. Weil hier sind noch Skirmishers, die kann er abräumen. Martin ist da. Supply, Supply. Ja, so dass vielleicht beide Kanonen was kriegen, bitte. Rennt der? Nee. Please run. Könnt auch noch ein bisschen vor. So. Ist halt die Frage, ne? Wenn ich jetzt rausskirmische und da hinten steht gleich eine Infanterieeinheit, da habe ich natürlich die Arschkarte gezogen. Aber ich wag's einfach mal, weil ich meine, wie heißt so schön, no risk, no fun, ne? Charge, charge! Ja gut, die schießen zwar, aber die paar Schüsschen können meinen Anders nicht beeindrucken. Ja, und jetzt tut's natürlich weh. Und hier kommt auch wieder ein Anderson. Also die heißen wirklich alle irgendwie gleich, ne? Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Hier kommt aber viel an. Hier kommt echt viel an. Hier kommt ja richtig viel. Wie kann es eigentlich sein, dass die Skirmisher schneller laufen als meine Kavallerie? Ich meine, schon ein bisschen traurig. Naja, immerhin haben sie jetzt mit den Gewehren geschossen. Aber sonst geht hier nicht viel. Mal schauen. Ui, ui, ui. Schauen wir mal. Jetzt, wo ich schon hier in den hinteren Reihen bin, gucken wir mal, ob wir hier nicht interessanterweise die feindliche Kanonenbesatzung wegmachen können.
schön auf der Straße bleiben, denn da haben wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ja, und ich meine, es sieht ja eigentlich ganz gut aus, ne? Die feindlichen Kanonen stehen relativ safe. Und jetzt chargen wir halt mal und schauen mal, ob wir das zeitlich hinkriegen, bevor die in uns reinballern. Oh, sind es viele. Das ist doch schon wieder hier. Ja, es sind schon wieder 20.000, fast 21.000 gegen 15.000. So, Longstreet hier läuft in Richtung Kanonen. Aber die leiden sehr. Und die Kanonen drehen sich jetzt auch, um ihren Genossen, glaube ich, Schützenhilfe zu geben. Ist mir egal, um ehrlich zu sein. Die werden jetzt sogar weggemacht. Sehr schön. Und jetzt reiten wir mal kurz in die Deckung hier. Wir reiten sogar noch weiter. Und wir chargen wieder. Ja, also es sieht wieder nach Stellungskrieg aus. Aber halt, was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass der Gegner schon wieder diese 2000 plus Regimente hat. Ja, einen Kanistershot, ja, zwei Kanistershots konnte er abgeben. Aber das hat jetzt nicht so viel Tote bei mir verursacht. Und jetzt habe ich die feindlichen Kanonen gekillt, würde ich meinen. Und es interessiert den Gegner gar nicht, ne? Aber kein Wunder, weil der Gegner schon wieder komplett überlegen. Sowas von überlegen ist er schon wieder. Ich weiß gar nicht, was das soll, um ehrlich zu sein. Oh oh. Ja, das muss ich abblasen. Und zwar schnell. Schnell, Anderson. Schnell. Schnell. Anderson. Run. 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 Ach Gott, Anderson, das gibt wieder blaue Flecken. Mindestens. Mindestens blaue Flecken. Naja, er kommt scheinbar sogar noch relativ ungescholten davon. Relativ. Ich meine, die Skirmishers könnten ihn vielleicht noch behaken, weil die rennen ja genauso schnell wie meine Kavallerie, aber zumindest hat die Infanterie ihn nicht beschossen. Die können auch nichts machen, das ist schon wieder ätzend. Dann können die doch zumindest mal in die Flanke schießen. Und jetzt machen die Sturmangriff oder was? Ich glaube es ja nicht. Ich ziehe mich mal zurück und sammle mich hier neu. Der Gegner bricht seinen seinen Charge-Angriff ab, um zu schießen, aber da war ich schon wieder in Deckung. Und jetzt schieße ich halt schon wieder zurück. Und das tut dem Gegner halt ordentlich weh. Oh, Jenkins verfolgt jetzt tatsächlich meine Kavallerie. Das ist ja übel. Die Skirmishers schießen auf meine Kavallerie, aber die ist noch in Deckung. Oh, die kriege ich hier überhaupt nicht klein. Ja, okay. Das wird nix. Satz mit X. Jetzt schnell in den Wald. Oh, das war nicht mehr im Wald. Boah. Das war richtig übel. Das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. So, ansonsten ist das Stellungskrieg de la Creme. Das war jetzt halt schade irgendwie, dass Jenkins jetzt doch nochmal reinschießen konnte. Aber das habe ich mir halt irgendwie selbst vergeigt. Zumindest habe ich die feindliche Artillerie ganz gut beharkt. Und Anderson ist halt jetzt irgendwie raus. Das sind auch schon wieder alles 2-Sterne-Regimenter. Ich frage mich, warum ich mir überhaupt die Mühe mache, die Konföderierten jedes Mal runter zu sensen, bis sie fast keine Männer mehr haben, wenn sie gleich wieder mit den erfahrensten Regimentern auf dem Schlachtfeld erscheinen. Das ist doch irgendwie doof, oder? Also ich meine, für was kill ich denn dann die ganze Zeit diese erfahrenen Regimenter, wenn es überhaupt keinen Unterschied macht? Naja. Also gut, Anderson ist doch noch nicht so weg vom Schuss.
Der soll doch jetzt mal hier in die Skirmishers rein und dann vielleicht Case helfen, bevor er hier abhaut. So. Ja, und Nail oder Neil oder whatever. Der, was macht denn der mal? Der läuft mal darüber. Keine Ahnung, ob das noch Sinn hat, aber. Und was machen die jetzt? Die schlafen schon wieder. Ach, Leute. Mensch, die Kavallerie ist schon. Also, so nützlich sie ab und an ist. Ich meine, sie hat immerhin schon fast 900 Mann gekillt. Aber die Steuerung der Kavallerie ist echt ein bisschen ätzend. Wirklich. Ist echt ein bisschen ätzend. Muss ich so sagen. So, Kies hat sich erholt. Das ist schön. Ach. Anderson kriegt wieder sein Fett weg. Aber zumindest nicht genug, dass es für die Flucht reicht. Ach, jetzt kommt wieder Jenkins. Also Jenkins ist genauso schnell wie meine Kavallerie. Habt ihr es gemerkt? Das ist doch schon wieder totaler Bullshit. Also ich meine, das ist eine Infanterieeinheit. Oh Gott. Wisst ihr, wie teuer das wird? Falls er überhaupt überlebt. Und jetzt kann er plötzlich reiten. Jetzt ist er plötzlich schnell. Nein, er. Was macht er denn? Entweder er reitet weg oder nicht. Okay. So, die stürmen. Howay haben sie schon vertrieben. Machen meine Kanonen eigentlich auch was? Ja, die schießen. Okay. Gut, Anderson darf sich jetzt wirklich nicht mehr einmischen, sonst ist er nämlich weg. Und zwar endgültig. Okay, hier mangelt es an Ammo. Dann fahren wir da halt mal hin. Ich glaube halt echt, ich kriege überhaupt keinen Support mehr, ne? Das war es halt wirklich mit meinen paar Truppen, die ich hier habe. So, jetzt ist hier oben plötzlich wieder alles gut. Jetzt kann ich ja quasi wieder runter, oder wie? Ach, das wird auch wieder so teuer, ey. Also ich meine, dass jedes Mal so unglaublich viele Truppen zusammengeschossen werden, ja? Das ist schon echt übel. Vor allem, ganz ehrlich, in der Realität, man muss das ja auch mal mit der Realität vergleichen, in der Realität fehlen in den großen Schlachten halt 4.000, 5.000 Mann pro Seite. Und in der Schlacht. Wie viel habe ich da jetzt schon verloren? Das ist eine kleine Schlacht, ne? Ja, 2000 Mann und der Gegner über 4000. Also das ist schon so eine ultimative Endschlacht quasi für die Sezessionskriege. Aber gut. Also die Verlustzahlen sind halt so hoch, aber mein Gott. Ich meine, man will ja auch sehen, dass was vorwärts geht, von daher. Ist das schon in Ordnung? Also, Anderson bleibt halt mal hier hinten stehen. Bloß nicht mehr in den Nahkampf oder überhaupt in den Kampf. Und Case weiß nicht, was der da gerade tut. Nee, keine Ahnung. Also, wenn er zumindest im Wald bleiben würde, ja, oder auf meine Befehle reagieren würde, es fängt auch noch Howay an. Also, ich verstehe diese Mechanik auch. Es geht halt darum, dass wenn Truppen sich überlappen, dass die versuchen, diese Überlappung aufzulösen. Bloß wenn dann irgendwelche komischen, unkoordinierten Movements dabei rauskommen, muss ich halt wieder sagen, nee, so bitte nicht. Weil, ja, also es wird halt irgendwann einfach ärgerlich, ne? Vor allem, wenn man jetzt solche elitären Truppen hat. Also jetzt nicht, aber mit dem ersten Korps würde mich das jetzt ziemlich aufregen, um ehrlich zu sein. Weil der erste Korps, der würde halt extrem leiden. Ja, nee, der bleibt da mal. Der erste Korps würde extrem leiden, weil er halt einfach so teuer ist, ne? Ich meine, das wird auch schon extrem.
Also alles hier ist extrem. In diesem Spiel ist wirklich alles extrem. Die haben ja überhaupt nichts mehr zu tun hier. Dann können die ja mal hier denen in die Flanke fallen und die decken die. Ah ja. Und da ist wieder Jenkins. Jenkins, ne? Mit dem habe ich ja eh noch eine Rechnung offen. Der hat mir ja meine ganzen schönen Kavalleristen zerschossen. Und da möchte ich mich echt mal rächen an Jenkins jetzt. Ja, noch 26 Minuten. Wer hätte das gedacht? Ich bin halt mal wieder ziemlich in der Unterzahl. 23, also 24.000 Mann gegen 15.000. Ich weiß auch nicht, was der hier macht. Ja, Samuel Heinzelmann. Heinzelmann. Okay. Unglücklicher Name, aber er kann ja nichts dafür. Ist halt Pech. So, und jetzt bitte macht mal den Jenkins hier Platz. Rache! Rache! Hau weh, schieß. Aber nicht skirmischen. Schaut euch an, was der macht. Sag ich. Ich klicke einmal, das ist doch. Schaut mal, was der macht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hau weh, hau weh, hau weh. Du bist mir einer. Jetzt flieht er wahrscheinlich gleich, ne? Keine Ahnung, warum der jetzt reingerannt ist. Gibt's da noch einen. Und der? Was macht der? Ist der behindert? Also manchmal verstehe ich nicht, was diese Truppen machen. Ganz ehrlich. Da kriege ich ja echt einen Hals, wenn ich das sehe. Ich meine, es wäre ja nicht weiter schlimm, wenn nach der Schlacht alles wieder auf Null steht, ja? Aber diese komischen Truppenmovements kosten einfach so viel Geld. Und manchmal denke ich mir, das ist Absicht, pure Absicht. So, jetzt habe ich schon 3000 Mann verloren, okay? 3000 Mann und der Gegner 5000. Naja. Und die laufen immer noch. Die laufen, die laufen, die laufen. Kann doch nicht so lang dauern, oder? Und hier frage ich mich eh gerade, was das hier für eine Ringelreihe ist. Und ja. Also der Gegner ist mir halt schon wieder komplett überlegen. Ne? Wenn der Gegner tatsächlich mal halbwegs schlau wäre, dann hätte er mich schon längst überrannt. Ganz ehrlich. Und ich weiß auch nicht, wie Jenkins. Ich habe denen doch schon vor einer Stunde gesagt, die sollen ihr Feuer auf Jenkins konzentrieren. Aber die hören ja auch nicht auf mich, ne? Und Curtin, der schleicht so durch die Gegend. Naja. Naja, also ziemlich. Ziemlich traurige Geschichte. Ja, also ich habe 2600 Mann verloren, der Gegner 6800. Kavallerie habe ich 431 verloren. Au! Es tut richtig weh. Aber ich meine, das war schon wieder 14.000 gegen 24.000. 10.000 Mann mehr. Gut, die hatten keine Kavallerie, aber dafür hatten sie mehr Kanonen. Und ganz ehrlich, jeder General, ja, also. Wäre das ein menschlicher Spieler gewesen, der hätte einfach gecharged. Ich hätte niemals diesem Ansturm widerstehen können. Aber gut, ich meine, ist natürlich auch schwierig. Also ganz ehrlich, die Total War KI, die ist zum Beispiel auch zum Vergessen. Insofern muss man dem Gegner bzw. der KI halt ein paar, ja, ein paar mehr Truppen geben, damit es wieder halbwegs ausgeglichen ist. Aber trotzdem. Ach, ist wieder so teuer. Echt, ist wieder so unglaublich teuer. Muss ich hier wieder lauter Kasper einkaufen? Okay, ist verwundet. Oder oh, sind die verwundet oder sind die kaputt? Tot, meine ich. Ja, alle wounded. Wounded, 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 wounded. Okay. Dann stellen wir halt mal ein paar Kameraden ein. Yes, sir. Und hier noch den und da den. So. Ah, wir haben sogar eine Level gewonnen. Das ist so ein Glück.
Dafür haben sie aber auch ordentlich Männer verloren. Aber gut, ich wollte ja Level. Ach, so kurz vorm Aufstieg waren die. Puh, 28.000. Das ist aber nicht gerade günstig. Ja, aber das ist auch die Einheit, die am stärksten gelitten hat, wenn ich das richtig sehe. Also gut, schauen wir mal. Beziehungsweise wir geben ihnen mal ein kleines bisschen Rookies. Minimal. So 90. Ungefähr. Bisschen weniger. Auch Kleinvieh macht Mist. Weil ich denke, nach der nächsten Schlacht haben wir auf jeden Fall einen Aufstieg. Und der Rest wird dann Veteranen. Ja, ist auch nicht viel günstiger. Und hier. Ach, alles so unglaublich knapp. Das ist ja das ist ja ein Unding, ganz ehrlich. Aber ich muss halt bedenken, dass ich Anderson noch auffrischen muss. Und Anderson kostet. Anderson kostet. Und ich habe schon wieder nicht genug Waffen. Wenn ich das halt wieder sehe, ich meine die Union war ja die Armee, die gut ausgerüstet war. Und wenn ich mir dann schon die Standard-Kavalleriewaffe nicht leisten kann, beziehungsweise nicht in den Shops vorhanden ist, ja, was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Gut, also Nil. Kann man auffüllen. Passt so. Den kann man auffüllen. Passt. Jawohl, Sir. Der bleibt so. Der kostet ein bisschen was. Ja, jetzt habe ich noch zwei Regimenter und die Kavallerie. Und das Regiment kostet verdammt viel. Aber die stehen auch kurz vorm Aufstieg, deswegen mache ich das einfach. Die hier, ja, geht. Und Anderson, ja, Anderson, ja. Ja, gut, dann kann ich den halt nur auf 700 upgraden. Ja, nicht mal. 680. Na, dann halt 670. So. Und das Schlimme ist ja, ich kann ja wirklich nichts dazu kaufen. Die Shops sind auch leer. Und ich meine, ich habe jetzt wirklich keine kavallerielastige Armee und deswegen verstehe ich das nicht. Deswegen verstehe ich das nicht. Ich habe aber ziemlich viel Springfields wieder. Das heißt, ich könnte vielleicht noch ein Regiment. Die hier haben noch jetzt alle Springfields. Ja. Okay, hier haben alle Springfield. Das heißt, ich kann hier weitermachen. Der hat Palmetto, das ist in Ordnung. Ja, die Pattern, das ist auch in Ordnung. Der hat Palmetto, das ist in Ordnung. Palmetto in Ordnung. Springfield, okay. Springfield, 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 okay. Also machen wir hier weiter. So, also wir machen mit Field weiter, weil der. Die erste Division des zweiten Korps ist natürlich die allererste, die auf dem Schlachtfeld steht. Deswegen kriegt der auf jeden Fall die beste Waffe und das ist die Springfield. Muss ich allerdings noch 15.000 dazu zahlen, weil ich noch 600 zukaufen muss, aber das ist egal. So. Und jetzt tausche ich hier noch die Springfield mit der Palmetto aus. Genau. Denn eigentlich ist die Palmetto wirklich besser? Ich habe gerade meine Zweifel, wenn ich das hier so anschaue. Ist sie besser? Also mal gucken. Damage 18, 18, 52, 52, 40, 40, 12,5, 13,5, 88, 91. Also minimal besser ist die Palmetto. Naja, dann machen wir halt die Palmetto, ne? Ja. So, jetzt haben wir 2000 Springfield übrig. Ob wir da wohl hier noch ein Infanterieregiment rauskriegen? Ja, zack, perfekt. Okay. Ja, das läuft doch. Jetzt haben wir ja fast drei Korps. Also der dritte Korps halt noch ein bisschen kleiner, aber hey. Und ja, vielleicht sollte ich noch ein bisschen hier Supply erhöhen. Und jetzt stehen wir wieder vor einer großen Schlacht, den Second Bull Run. Und den gibt es dann in der nächsten Folge.
Und ich hoffe, da ärgern mich meine Truppen weniger. Sonst kriege ich noch irgendwann hier einen Schlaganfall beim Spielen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, trotz meiner kleinen Wutattacken, dann schreibt doch was in die Kommentare. Ansonsten lasst es. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, bis dann.